Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der letzte V natürlich mal wieder. Und es ist eine wahnsinnig, wahnsinnig entscheidende Phase in dieser Saison. Unser SK Sturm trifft morgen auf Red Bull Salzburg in Salzburg. Drei Tage später wieder gegen Salzburg, dieses Mal in Klagenfurt, das Cup-Finale. Und eine Woche später geht es dann gegen den LASK. Also es ist eine wirklich, wirklich wichtige Phase für unsere Schwarz-Weißen. Und genau in dieser entscheidenden Phase eine sehr, sehr bittere Botschaft. Esse fällt nämlich aus für den Rest der Saison. Der Nigerianer mit einem Wadenbeinbruch, also für ihn ist jetzt die aktuelle Spielzeit beendet. Natürlich bitter, nicht nur für die Mannschaft, für die Fans, für den ganzen Club, eine wahnsinnig enttäuschende Geschichte. Nichtsdestotrotz muss es weitergehen, obwohl klar, Esse war schon wirklich sehr, sehr gut in Form zuletzt und hat wichtige Scorerpunkte für unsere Schwarz-Weißen gesammelt und er wird uns definitiv abgehen. Da kann man ziemlich sicher sein. Aber nichtsdestotrotz hat die Mannschaft ja wirklich schon viel über das Kollektiv in dieser Saison zustande gebracht. Und ja, jetzt heißt es einmal mehr, wie schon so oft, Charakter zu zeigen und dann diese Jetzt-erst-Recht-Mentalität an den Tag zu legen. Kommen wir zum Spiel in Salzburg morgen. Die Bullen, 11 Punkte Vorsprung aktuell auf unsere Schwarz-Weißen, sind mit einem Sieg Meister. Im eigenen Stadion für sie, im Idealfall für uns, wäre es natürlich irgendwo eine bittere Sache. Andererseits muss man sagen, okay, wenn Salzburg jetzt theoretisch das Ganze morgen macht dann vielleicht eine ausgelassene Meisterfeier es da irgendwo gäbe, ob das nicht ein Vorteil wäre für uns. Ich persönlich finde, dazu darf es gar nicht kommen, ehrlich. Also natürlich ist das Cup-Finale extrem wichtig. Für mich auch eigentlich das wichtigste Spiel aktuell der Saison. Nach dem Halbfinale gegen Rapid, versteht sich. Aber eben, einen Titel zu holen, die Chance hast du nicht jedes Jahr, gerade als Sturm Graz. Andererseits, ganz ehrlich, ich würde es den Dosen nicht gönnen, auch wenn ich ihnen für das bittere Ausscheiden gegen Marseille, in der Europa Cup, in der Europa League, im Halbfinale, so muss es heißen, wirklich ja den höchsten Respekt zollen muss, starke Leistung an der Stelle. Aber trotzdem, die dürfen gegen uns nicht Meister werden. Hallo? Wir sind Sturm, also ein bisschen Ehrgeiz, ein bisschen Ehre muss da auch da sein. Also ich glaube nicht, dass man da wirklich Bock drauf hat, den Salzburgern da beim Jubeln zuzusehen. Gerade vor ihrer mickrigen Liga-Kulisse. Also man muss ja auch sagen, die Europa-League-Kulisse ist da eher die Ausnahme. Vielleicht für alle, die die österreichische Liga da nicht so verfolgen, ne? An der Stelle. Aber wie gesagt, das Spiel selber in der Liga sicher nicht zum Herschenken. Es geht ja auch für uns noch immer um den zweiten Platz. Aktuell sind es, glaube ich, jetzt 6 Punkte auf den LASK Vorsprung. Die muss man natürlich halten und im besten Fall noch ausbauen. Die Linzer sind ja auch dann bald der nächste Gegner. Also das Ganze ist noch nicht entschieden. Für Sturm geht es um eine Menge. Also nur auf das Cup-Finale jetzt irgendwie noch einzuschonen, da halte ich nichts davon. Ich denke, dass unsere Blackies eben andere Varianten wählen müssen. Eben durch den Ausfall von Esse und den möglichen Ausfall von Edomwonji oder den möglichen späten Einsatz von Edomwonji, wie man das Ganze auch handhaben will, werden auf jeden Fall Plätze frei in der Startelf. Denn die Alar ist natürlich so gut wie sicher, dass der nicht nur anfangen wird, sondern wohl auch als an vorderster Front, als Stürmer beginnen wird. Vielleicht gibt es wieder ein 4-4-2. Husbeck wäre für mich ja an der Stelle auch so ein Kandidat. Der hat ja auch in der Vergangenheit als zweiter Stürmer ab und zu auch schon agiert. Und ich glaube, er wird auch in der Startelf gegen Red Bull stehen am morgigen Sonntag. Davon gehe ich einfach mal aus, ob an vorderster Front oder doch am Flügel. Und man da ein bisschen variiert. Man wird es sehen. Heiko Vogel macht sich sicher auch seine Gedanken. Also ich bin mir sicher, dass unsere Blackies da gut aufgestellt sind für morgen. Aber ja, herschenken, finde ich, sollte man da nichts. Und auch wenn es jetzt bisschen unsportlich klingt, in Wirklichkeit muss man ja da auch schauen, dass man die Salzburger auch nochmal so richtig müde macht. Die haben ja auch 120 Minuten gegen Marseille in den Beinen, haben natürlich den breiten Kader, um auch zu rotieren, aber eben die restlichen fitten Spieler bei den Salzburgern, die müssen auch so richtig schön müde gemacht werden. Und ja, wenn das nicht geht, dann wenigstens ein bisschen umschneiden. Nein, das war natürlich nur Spaß. Zwinker, nein, wirklich. Nein, aber im Ernst, also ich halte nichts davon, da irgendwie jetzt auch mit einer B11 aufzulaufen, das ist bei uns sowieso nicht möglich, aber jetzt extra einen Spieler zu schonen, ist vielleicht beim einen oder anderen möglich, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Unsere Blackies haben auch, glaube ich, genug Qualität im Kader, um zumindest auch mit Salzburg in einem Spiel mithalten zu können.
Und deswegen, also herschenken ist nicht, in Salzburg am besten den Dreier auch holen. Und ja, dann sollen sie mal kommen nach Klagenfurt vor, keine Ahnung, wahrscheinlich 25.000 Sturmfans, nehme ich da mal an. Also, in diesem Sinne war es das dann auch schon wieder von mir. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lanz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die schwarzen Gamer-Burschen. Und bis dann. Ciao, ciao.